Let's play World of Tanks! Mit der ISO 122 erst. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. World of Tanks heißt das Spiel. ISO 122 erst der Panzer und Schwäbchen 82 ist der Spieler. Karte ist Windsturm und wir haben ein Top-Tier mit Tier 7 in einem Tier 6 und sogar 5 Gefecht. Ja, ich muss selber sagen, die ISO 122 ist ein Panzer, der mir sehr gut gefällt. Also ist ja auch ein Premium-Panzer, Tier 7, der Russen. Und zum Optischen sehr, sehr schick. Upsala. Optischen sehr schick, sehr schöner Panzer. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und gerade noch als Top-Tier macht es umso mehr Spaß. Ja. Ja. Und auch der Motor bringt euch aus dem Wasser heraus. Wir haben hier einen Durchschlag von 175 mit Normal und 217 mit Premium. Also gar nicht so viel Unterschied, aber kann ab und an den Unterschied schon machen. Wie mittlerweile bei allen neuen Premium-Panzer kein verbessertes Matchmaking. Das heißt, dieser Panzer kommt ganz normal auch in Tier 9 Gefechte. Und von dem her müsst ihr euch dann also mit dem Durchschlag dort irgendwie begnügen. Aber es funktioniert sehr gut. Also ich selber muss sagen, ich mag den Panzer sehr, sehr gern. Und jetzt schau mal, was Schwäbchen hier so mit dem so reißt. Er fährt hier mal klassischerweise unten, da fährt man mal ganz gerne und saved zu dieser Seite ab. Aber er spielt deutlich aggressiver als erwartet. Er fährt gleich rüber, fährt hier übers Wasser hinweg und direkt auf die andere Seite. Das sieht man eher selten. Also oben normalerweise bleibt man gerne stehen, wo der T-34 zum Beispiel gerade steht. Aber direkt durchzupesen, das ist neu. Und jetzt sind wir mal gespannt. Weil jetzt ist er natürlich auch an der Front ziemlich alleine. Kriegt da den T25-2 gleich rein. Auto-Aim. Und macht den Hit. 402er in dem Fall. Hat da auch noch einen KV-85. Nochmal einen auf den T25-2 und auch wieder mit Auto-Aim. Also er selber. Jetzt zieht das Team hier ein bisschen nach. Nochmal Auto-Aim und nimmt den KV-85 raus. Also man sieht, er zoomt erst gar nicht ein. Also jetzt ist das erste Mal, dass er eingezoomt hat. Das war alles gerade seine Sicht. Und nochmal, aber hier der Snapshot. Der funktioniert nicht ganz so leicht. Aber da funktioniert er. Und weiter geht's. Also sehr aggressive Spielweise. Hier jetzt der Jagdpanzer. Da kettet er ihn nur. Der Reload ist schneller von dem Panzer als von der Su-122-44. Ein Vorteil, was auf jeden Fall für den Panzer spricht, weil die Kanone selber ist sonst die gleiche. Die Su-122-44 ist dafür etwas flinker und agiler. Also unterm Strich eine sehr ähnliche Spielweise mit kleinen Tendenzen in die eine oder andere Richtung, von dem er da der Grund, warum der eine oder andere vielleicht den oder den ein bisschen mehr mag. Panzer Elfpfeiler fertig, schießt drüber, er nicht. Mit Auto-Aim sieht man, dass der Panzer gut funktioniert. Aktuell schon 4 Kills auf der Uhr. Also alle, was sein Team gemacht hat, sind alle von ihm. Also er ist hier sehr fleißig. Da ist die Arti. Gespottet. Ein X. Nein, daneben. Oh, da schießen alle wild durcheinander. Jetzt hat er wirklich Zeit hier. Und kann sie jetzt in Ruhe rausnehmen. Jetzt noch die M41. Auch die nimmt er raus. Und der KV-1. Den lässt er aber stehen. Muss jetzt aufpassen, weil der die Su-122 neben ihm schon gestorben ist. Das heißt, er ist jetzt hier sozusagen frei und jetzt auch gespottet. Nimmt jetzt den VK raus und jetzt ist der Cromwell hier vorne. Da fährt er aber weiter runter, dass er nicht so im Fokus ist vom KV-1. Der schießt ihn jetzt ordentlich rein. Gerade HE könnte ihm das ein oder andere rausnehmen. So, der KV hat geschossen. Er auch. KV halt weiter mit HE auf ihn. Aber jetzt wird er, genau, zerstört werden. Das war schon der achte Kill.
Und jetzt kommt der Cromwell. Umfahren darf er ihn nicht. Und da kettet er ihn. Ganz wichtiger Schuss. Weil so kann er mich umfahren und kann ihn dementsprechend auch rausnehmen. Und tut das auch. Der 9. Kill. Fleißig, fleißig. So, und jetzt steht er hier im Fluss. Jetzt ist irgendwo noch die Frage, wo ist der T-34-85? Weil der Type ist ja schon ersichtlich, der auch jetzt mittlerweile zerstört worden ist. Kriegt er den 10. Kill oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Wo ploppt er auf? Wo sieht man ihn? Er will den Kill haben. Natürlich nachvollziehbar. Jetzt muss er ihn erstmal sehen. Wo ist er? Kann natürlich sein, dass er hinten an ihm vorbeigefahren ist vorhin. Oh, und da ist er tatsächlich. Also, da muss er sich jetzt dementsprechend bewegen. Also, unflink ist der Panzer ja nicht. Das darf man schon sagen. Also, er ist trotzdem sehr mobil. Also, da gibt es definitiv TDs, die deutlich langsamer sind als er. So, der T-34-85 kann ihn nicht wegmachen. So, und jetzt hat er die Chance, den Kill zu machen. Und macht ihn den Snapshot und macht den 10. Kill. Sehr nice. Mit der ISU 122S. Sehr schöner Panzer. Sehr schön gespielt. 10 Kills, 3205 Schaden angezeigt. Effektiv waren es aber 3435. Also wirklich toll. Und ja, von dem her kann man sagen, dieser Panzer ist meines Erachtens wirklich ein sehr gut zu spielender Premium-Panzer. Ich selber mag ihn persönlich eben sehr gerne. Und eure Meinung wird mich dazu interessieren, von dem her sagt mir doch mal, was ihr haltet. Und wenn ihr die Runde gut fandet, ihr wisst, Daumen nach oben ist immer ein Zeichen dafür. Bis bald, euer Alcaramba.